Hallo und willkommen zurück bei Splatoon 3 im Story-Modus, wo wir uns heute hier an Sektor 6 wagen und die ganzen Aufgaben mal nach und nach absolvieren. Deswegen fangen wir auch gleich mit der ersten an, klar wie dicke Tinte. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Die ganze Inselkette hier unten ist halt doch ein bisschen willkürlich random. Und wir haben Nebel. Ich würde aber die Standardausrüstung nutzen. Besiege die Gegner im Nebel und erreiche das Ziel. Ja. Das ist schon das Ziel. Was passiert hier? Ich sehe ja nichts. Gut, den haben wir schon mal. Aber der Interesse ist ja echt willkürlich, würde ich sagen. Ja, komme ich ohne weiteres nicht hin. Ach, ich muss ja aber lang gehen. Den ganzen Weg rum, okay. Das Schwerste wird sein, hier den Weg zu finden, anscheinend. Was noch übrig? Da. Aber jetzt sehe ich, jawohl. Okay, der Weg öffnet sich quasi selbstständig. Checkpoint. So, was jetzt ab? Oh. Ja, mich gleich. Scheiße. Ja, komm her. So. Noch mal jemand. Ein bisschen vorfärben hier, dass ich hier einen Rückzugsort krieg. Regenwolke. Okay. So, wo ist mein Ziel? Da unten. Ja,
Okay. Ich will es eigentlich nicht runterspringen, bin ich ehrlich. Noch ein Gegner übrig, da drüben. Erwischt. Komm her, Samini. Wir gehen jetzt. Klar wie dicke Tinte. Besiege die Gegner im Nebel und erreiche das Ziel. Gut, das war denn die Aufgabe. War jetzt nicht gerade einfach. War auch nicht gerade kompliziert schwer. Natürlich wissen wir, wie es mit dem Spetana gewesen wäre. So, als nächstes. Da kommen wir her. Ja, gehen wir noch rüber. Ach, wir gehen hier hoch. Darum ist es, ne? Irgendwo hier müsste was sein. Bis hier reicht mehr. Klar, dann müssen wir was finden, Kollege. Aha. Schöne japanische Lampe. Nice. So, wir gehen jetzt noch rüber. Ich glaube, ich habe noch Punkte, um das zu nehmen. Ja. So viel dazu. Helden stehen jedes Mal wieder auf. Ja, ja. Jetzt zumindest schon die nächste Aufgabe, die wir uns auch gleich an den Kragen nehmen wollen. Ach, warte mal, ich kann von drüben rüber her, ne? Von da, ja. Ein Turm taucht ab, erreicht das Ziel und zwar schnell. Das klingt spannend. Wir machen das. Wir machen das mal. Es wird bestimmt so eine Schnelligkeitsaktivität sein, ohne viel Schießen. Disperser Instabombe, ja, Disperser bin ich zufrieden. Musst du das Ziel ganz oben erreichen. Erreiche das Ziel und zwar schnell. Du musst also einmal drumherum und dann nach oben. Zumindest wirst du dich hier nicht verlaufen. Ich sehe Gegner noch und Löcher. Das heißt, ich muss es in der Zeit schaffen und das. Ich habe das ein Leben. Eieieiei. Was kriegt dich? Die Fischeier lassen wir mal links liegen. Nein! Ich kam rechtzeitig hoch. Scheiße. Ich kam rechtzeitig hoch.
brauche ich eine Curling-Bombe. Curling-Bombe wäre viel einfacher hier für dieses ganze Spielchen. Ich hätte eigentlich den ganzen Gegner links liegen lassen. So ist großteils. Konzentration. Du, jetzt mit Backenstück, Kollege. Das brauche ich ja nicht. Was war's denn? Ach nö. Oh, ich hab jetzt drei Leben. Nur ein Leben. Ich hab wenigstens drei Leben. Oder Curling-Bombe oder irgendwas ähnliches. Es ist jetzt nicht schwer, aber es ist einfach nur ein bisschen knifflig, sag ich mal. Also eigentlich machbar, aber... Lass mich doch da hoch, Kollege. Oh, Alter! Erst bricht die linke Platte weg, jetzt bricht die rechte Platte weg. Ich bin doch einfach nicht weg. Wo soll ich denn durchkommen, wenn ich links und rechts nicht durchkomme? Haben wir erstmal keine von den beiden Platten weggefallen. Oh Mann, das ist nervig. Hallo, weg da. Weil die noch die Fische da oben mitnehmen. Das gibt die noch. Gott sei Dank. Weg hier, ganz schnell. Boah. Uff. Da gehen wir jetzt gerade so ein bisschen in die Sause, Alter. Heilige Maria. Also das war nicht ohne. Bin ich ehrlich. Das war gerade echt ziemlich complicated. Operation Minimi-Trichter. Halten der Beute. Analyse der Fellqualität der Beute ergibt perfektes Fell. Ich drücke stattdessen ein bisschen die süßen Knubbel an seinen Pfoten. Ach ja, der Mietrichter. Halt, ist da noch irgendwas oben, bevor ich jetzt... Nee, Foto machen wir nicht. Ist da irgendwas... Gut, dann können wir jetzt mit dem weitermachen. Jedes Kleckchen zählt. Erreiche dein Ziel, aber Vorsicht, dein Tintenvorrat ist begrenzt.
Na gut. Eigentlich müssen wir bloß aushalten mit unserem Tintenvorrat. Das dürfte nicht eigentlich allzu schwer sein. Aber so eine Mission gab's schon mal. Keine Disperser, keine Bomben, nichts. Vorrat schon selbst verbraucht. Das heißt, wir lassen die ganzen Fischeier einfach mal links liegen. Bist du für ein Wackelkollege? Ich würde dich einfach auch mal links liegen lassen. So, einfach mal hier links liegen lassen. Längeln einfach mal so ganz durch mit diesem Modus. Das funktioniert irgendwie ganz gut. Autsch. Also dazu. Ah, den Vorrat, was man braucht. Was ist das denn hier? Och, ey. Warte auf, da auch was zu pusten. Mal ab hier, Kollegen. Ich komme da auch nicht durch, Alter. Ja, scheiß drauf. Leck mich am Arsch. Ich bin fehlgeschlagen. Das heißt bloß, ich soll meine Tinte nicht da durchkommen. Nicht, dass ich meine Tinte verbrauchen darf. Arschgeigen. Boah, die letzte Passage ist ja ekelhaft. Nervtötend. Ja, was hat der Wild, Kollege? Ich mache hier. Folgt mich jetzt oder was? Ist auch alles egal hier. Ja. Hm.
Wenn es jetzt gerade kleine Lecks geben sollte, tut mir leid. Dafür kann ich leider gar nichts. Mein PC macht gerade ein paar Muckeln. Diesmal ist ein bisschen nervig, alter Heilige. Ja, noch was du nicht lassen kannst. Du willst mich verarschen, du Scheißding! Alter! Es waren beide tot! Schnauze, Schnauze hier! Im Arsch und Wolken. Furz. Schnuppe hier! So, wo jetzt hier, aber ganz schnell. Weil ich schieße dich ab, du müsstest schon lange tot sein. So, das ist ja schon nervig. In keinem Szenario des Spiels hast du keine Tinte mehr. Das ist ein Job hier. Soll ich euch rutscheln? Ja, kann ich halbwegs, okay. Kamera, bitte bleib jetzt mal vernünftig. Problem ist, ich kann auch nicht abhauen, weil ich nicht weiß, was da oben ist. Was ist denn genau deswegen? Boah, ist die Aufgabe AIDS gewesen, aber richtiges AIDS. Gottes Willen. Warum müssen die Aufgaben immer so schlimm werden aktuell? So, machen wir noch eine, das muss bleiben. Ich weiß nicht, da kommen wir her. Könnten die da drüben machen, ne? Hat ja auch schon. Meint. Dann nehmen wir die damit. Was haben wir hier Schönes? Der weiße letzte Schlüssel. Finde die Schlüssel und öffne den Weg zum Ziel. Komm, ich jetzt da durch. Komm ich. Was haben wir hier? Ausziehen mit Gestempel. Plätte deine Gegner innerhalb des Zeitlimits. Mit dem Stempelhammer. Ich muss sagen, das gefällt mir. Ich mag den Stempelhammer. Ist ja auch meine Main-Ult im Hauptspiel, sag ich mal. Hinweis, bitte nutze die auf dem Testgelände gratis bereitgestellten Powerkonserven. Wir nehmen den Stempel hier.
irgendwas? Letzter Checkpoint. Ja, das ist schon eher noch mein Gebiet hier. Naja, bitte sehr, das ist schon eher noch was mein Geschmack hier. Aua, bin ich in mir drin, Kollege. Wo ist er denn? Da ist er gewesen. Aha. Auf sie mit Gestempel. First try, meine Damen und Herren. Das macht wiederum Spaß. Ja, ich liebe den Hammer. Der Hammer ist der Hammer. Spinndeko. Sehr schön. Ist das hier alles weg langsam? Ja, nur da drüben sowas. Bei dem Boss da oben. Oh. Da drüben ist ja noch das Glibber. Da ist ja noch geglibber. Den will ich mal loswerden, schnell. Eine Page. Was haben wir da? Nach ihrem großen Sprung von Inkopolis ins weltweite Rampenlicht haben Tentacool nun ihren neuesten Gig gefunden. Vocals für die aufstrebende neue Rockband Damp Socks featuring Tentacool, die sie online kennenlernten. Ein melancholisch melodischer Sound mit unverkennbarer Tentakultur. Okay. Ja, hier sind auch bloß mehr Eier drin. Mein Gott. Ist das alles weggedrüben? Weitestgehend, ne? Da ist noch eine Sache, aber ansonsten war es das, ne? Ach, da drüben ist noch eine Sache. Na gut, da kommen wir schon nicht ran. Aber vielleicht von hier aus. Das können wir aber ganz kurz austesten. Ne, die führt da drüben hin. Schade. Gut. Egal, haben wir das erstmal. Und der Rest ist bloß da oben drauf, ne? Auch da oben drauf ist dann der Rest. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das war's für heute. Also diese eine Aufgabe eben gerade mit dem Hochgrinder ohne Tank, das hat mich genervt. Sowas nervt mich ziemlich schnell. Weil im Originalspiel hast du halt immer Tinte. Du kannst immer kurz rein und füllst deine Tinte auf. Immer. Oder die füllt sich halt auch automatisch auf. Auch wenn ich jetzt hier alles verballere, ganz kurz. Ja, es ist viel, was ich da verballere. So, jetzt ist alle. Man sieht aber, dass die Tinte sich langsam wieder auffüllt. Und das ist einfach im Prinzip aus dem Spiel, was da ist. Du hast halt eigentlich immer Tinte. Aber egal. Ich sage danke fürs dabei sein. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.